Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Dein DLP Disney Parks Show zum vorletzten Teil unserer ganz ausführlichen Tops, Flops und Rankings der Walt Disney World Restaurants. Der heute, Restaurants überhaupt? Wir hatten ja vorher auch schon Paris. Ja, stimmt. Stimmt. Wir sind auch die einzigen Resorts, die wir machen können, weil wir nur da wirklich eine Vielzahl an Restaurants kennen. Heute geht es nicht um Top oder Flop, sondern um das komplette Ranking, denn es war uns irgendwie zu wenig für einzelne Shows, um es aufzuteilen, und wir wollten aber auch alle nennen und ja, wir haben ewig diskutiert, weil wir sonst immer 10 hatten, nehmen wir jetzt nur 5. Aber dann wird welche fehlen dabei. Und dann haben wir gesagt, ihr seid jetzt eh schon an elendlange Shows gewöhnt. Aber wir versuchen es ein bisschen flotter zu machen heute. Ja. Das Ranking aller All-You-Can-Eat-Restaurants in Walt Disney World. Und wie immer, das Prinzip kennt ihr wahrscheinlich, aber falls ihr neu seid, es ist nicht unsere Auswertung, sondern wir haben TripAdvisor, Google und so weiter, verschiedene Portale, die Bewertungen ausgewertet, auf ein 5-Punkt-Schema runtergebrochen und hier präsentieren wir euch jetzt die Rangfolge, die das ergeben hat. Kurz vorweg noch, es gibt 2 Arten im Kern von All-You-Can-Eat-Restaurants in Walt Disney World. Wenn ihr vor allem in Paris seid, kennt ihr eigentlich aus dem Bereich eigentlich nur Buffets. Mhm. All-You-Can-Eat in Walt Disney World bedeutet auch Family-Style. Das heißt, da bekommt ihr in großen Platten, Tellern, Pfannen was Essen auf den Tisch. Jeder nimmt sich, was er möchte. Und ihr könnt auch da alles nachkriegen, so oft ihr wollt. Entweder das Komplette oder auch Einzelteile. Genau. Und Buffets gibt es aber auch. Was ist, werdet ihr jetzt erfahren. Wir fangen an mit Platz 15, mit 3,42 Punkten. Das ist Diamond Horseshoe im Frontierland in Magic Kingdom. Bewertung lesen wir euch grundsätzlich wieder vor, aber hierzu nicht. Das haben wir schon bei dem Table Service Restaurants so erklärt, denn Diamond Horseshoe, die Bewertungen basieren alle noch auf dem, fast alle auf dem alten Konzept. Seit einiger Zeit aber ist das Essen das gleiche wie in der Liberty Tree Tavern, die, das kann ich schon verraten, hier auch auftaucht. Natürlich ist es ein All-You-Can-Eat-Restaurant und ein gutes Stück weiter vorne. Deshalb ist diese Bewertung mit Vorsicht zu genießen. Ich sage euch nur kurz den Preis. $42 für Erwachsene, $23 für Kinder. Gut. Damit ist der Platz schon abgehakt und wir kommen zu Platz 14. Das ist das Roundup Rodeo Barbecue mit 3,5 Punkten im Toy Story Playland im Toy Story Land im Disney Hollywood Studios Park. Kostet $45 für Erwachsene und $25 für Kinder. Hier sind Lunch und Dinner möglich. Das hätten wir euch vielleicht bei Diamond Horseshoe auch noch sagen müssen. Ja. Dazu sagt Tena, das Essen ist ekelhaft. Und weder Kind noch erwachsenfreundlich. Das Fleisch roch verdorben. Wassermelone war schleimig. Die Desserts sind kein Kuchen oder Käsekuchen, sondern kleine Becher mit vorgefertigten, geschmacklosen Zutaten aus der Dose. Wir haben uns nach dem Besuch alle schlecht gefühlt. Das Entertainment war ein Lautsprecher mit Durchsagen. Keine Figuren. Für $45. Ein Stern. Miko sagt dazu, dies ist ein nettes Restaurant, das wie Andys Hinterhof aussieht. Unsere Bedienung Haley war extrem unaufmerksam. Als das Essen kam, sahen wir sie gerade einmal und mussten einen Manager einschalten. Der Manager war aber großartig und kümmerte sich um unsere Rechnung. Das Hähnchen und die Rippchen hatten einen Geschmack, der so schmeckte, als ob sie in Feuerzeugflüssigkeit gekocht worden wären. Überhaupt nicht gut. Es gab nicht genug Barbecue-Soße, die ich draufgeben konnte, um diesen Geschmack zu vertreiben. Die Beilagen waren lecker. Ich werde in absehbarer Zeit nicht mehr in dieses Restaurant gehen. Ein Stern. Ja, Timmy sieht es anders. Ein wunderbares Lokal mit leckerem Essen und das Personal ist super freundlich und bleibt die ganze Zeit in seiner Rolle. 5 Sterne. Wir haben da ja bei der Tischbedienungsshow, weil es eben ein Tischbedienungsrestaurant auch zugleich ist, keine Sorge, hier kommen nicht nur bekannte Restaurants, schon einiges zu gesagt. Ich persönlich finde es echt nicht schlecht. Da war eine Bewertung, es ist nicht das beste Barbecue, das man irgendwo kriegen wird, aber ein ordentliches Barbecue, dem stimme ich zu. Wir hatten richtig viel Spaß. Wir hatten gutes Personal mit saukomischen Flachwitzen. aber ganz gezielt so. Und das Essen war auch echt in Ordnung. Ja, wie gesagt, wie Thorsten sagte, kein Wahnsinns-Highlight, aber echt in Ordnung.
Wenn ihr übrigens tolles Barbecue wollt in den USA, scheut euch nicht einfach mal an Straßenständen anzuhalten. Wo, wir waren mal an so einer Baptistenkirche. Irgendwo. Ja, immer nur 2 Tage in der Woche und alle Gewinne kommen der Jugendarbeit der Kirche in einer sehr, sehr armen Region, ländlichen Region zugute und haben einfach angehalten und da kriegt ihr wirklich authentisches, richtig gutes Barbecue, das da vor Ort gegrillt wird, dann habt ihr ein paar verfallene Holzbänke zum Draufsetzen, aber es ist super genial. Roundup Rodeo Barbecue vielleicht noch, das ist ein Family-Style Restaurant, es kommt also alles an den Tisch gebracht und ihr sucht euch dann aus, ob ihr noch von irgendetwas mehr möchtet oder nicht. Das ist ganz euch überlassen. Kurz zum Menü. Es gibt einen Bread Service mit The Prospectus Homemade Cheddar Biscuits with Sweet Pepper Jelly. Dann gibt's 3 grüne, gemüsige, salatige Vorspeisen, was ich persönlich gut finde. Mhm. Ein bisschen was Leichteres, weil das Essen, die Hauptgänge natürlich sowieso sehr mächtig sind. Da gibt es den Rutin Tutin Tomato Salad, den Wheezy's Watermelon Salad und Rex Romaine and Kale Salad. Und ich finde es dabei auch recht gut gelöst, dass es 3 verschiedene Salate sind und nicht eine Schüssel voll. So kann sich jeder, wenn der eine sagt, oh, ich mag überhaupt keine Tomaten, muss er nicht rumfischen, sondern nimmt eben nur den einen. Oder also finde ich gut gemacht. Ich fand die auch alles sehr lecker. Ja, vor allem den Romaine and Kale Salad, aber ich glaube, man weiß inzwischen, dass ich Schwarzkohl und Grünkohl sehr gerne mag. Ja, also es war alles lecker, also doch wirklich gut. Und dann gibt es eben Barbecue. Genau, da gibt es entweder das Enjoy a Platter of the Following House Smoked Items. Ich habe keine Ahnung, warum sie das so nennen, aber es heißt so als Hauptname des Gerichts. Mit Ribs, Brisket, Sausage, mit der There's a Sausage in My Boot Fire Grilled Pork Sausage. Mit Barbecue Chicken oder es gibt die Plant-Based-Variante mit Carlo Flour with Harissa Drizzle and Walnut Cremolata, Scrumptious Bratwurst und Rib Roaring Rib Chop. Ja. Und dann Desserts. Da kommen noch Beilagen. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. Lese jetzt nicht alle vor. Da könnt ihr 4 für den Tisch auswählen, egal wie Person ihr seid. Könnt ihr auch immer wieder nachkriegen. Ihr könnt auch wenn es am Anfang heißt 4, ihr könnt auch nicht nur die nachordern, die ihr schon hattet. Dann habt ihr zum Beispiel die ersten 4 und sagt dann, Baked Beans waren jetzt nicht so das, ich hätte jetzt lieber gerne irgendwie was anderes. Ist das auch kein Problem, es wird halt nur erstmal 4 gesagt, damit man eben nicht den Tisch, erstens sind die Tische nicht so groß und zweitens auch um ein bisschen Essensverschwendung vorzubeugen, denn irgendwo muss man es ja alles unterbringen. Bei den Desserts gibt's, die werden, wie es hier hieß, im Glas serviert. Aber ich fand da nichts nach Dose schmeckend. Bo's Lemon and Blueberry Cheesecake, Goat's Apple Pie, Cupcake a la Forky, Billy's Chocolate Silk Pie, Gruff's Peach Strawberry Pie. Da ist das System 1 pro Gast, kann zunächst bestellt werden. Aber auch hier gibt es so viel nach, wie ihr wollt. Ja. Und auch theoretisch könnt ihr auch da wechseln. Ja, ich finde sogar für $45 an Disney-Preisen, finde ich es gar nicht dramatisch. Mit insgesamt im Prinzip 4 Gängen durch den Bread Service. Ich meine, klar, bei den Preisen muss man immer noch Tax und Tipp halt mit dazu rechnen. Dadurch wird es halt teurer, aber das ist in den USA eben so üblich. Und aber es landet hier nicht weit vorne. Nein, 3,5 Punkte. 3,5 Punkte. Und es ist kein Character Dining, das habt ihr jetzt auch gehört. Das denken viele Leute und dadurch geht's wahrscheinlich teilweise auch abgewertet, ja. Aber es hat Entertainment, also es gibt so mehrere Elemente, zum Beispiel Andy's Coming, wo dann, da ihr selbst auch Spielzeuge seid, während ihr im Restaurant seid, ihr euch nicht bewegen dürft. Da bleiben auch die Kellner abrupt stehen, wenn es diese Durchsage gibt. Das kann auch passieren, dass euer Kellner gerade euren Eistee in der Hand hat und dann steht der halt da und hält ihn euch eben die 3 Minuten oder wie lange das dauert vor die Nase. Das ist ein paar Sekunden. So lange dauert es nicht. Oder ein Kellner, der ein schweres Tablett auf der Hand hat mit 10 Gläsern, 15 Gläsern, Getränken drauf. Der bleibt dann so da stehen, ja. Es ist schon eine. Ich finde es eigentlich ganz cool, aber auch nichts, dass man jedes Mal machen muss. Kommen wir zu Platz 13, oder? Ja, gar nicht weit entfernt. Ja. Sowohl punktetechnisch als auch lokal gesehen. Punktetechnisch von 3,5 geht zu 3,82. Das ist eigentlich so ein relativ großer Unterschied, wenn man sonstige Unterschiede betrachtet. Das ist auch in Disney's Hollywood Studios eben
dass Hollywood and Slime, nein, Hollywood and Wine, Hollywood and Slime war lange Zeit der Spitzname des Restaurants. Mhm. Das ist ein, ja, Entschuldigung. Jo, kein Problem. Ist ein Buffet-Restaurant mit Disney-Figuren. Du sagst vielleicht den Preis. Man kann Frühstück, Lunch und Dinner dort einnehmen. Ja. Achso, dann soll ich auch erst das Breakfast vielleicht. Ich habe hier jetzt ein bisschen auf. Ja. Dann gehen wir zeitlich chronologisch vor. Das Frühstück kostet $47 für Kinder und $30 für Erwachsene. Da ist natürlich schon der Charakter-Aufschlag mit drin. Mhm. Zu Charaktern sagen wir jetzt gar nicht so groß was, denn das haben wir noch quasi als bei der Show der besten Charakter oder der Rangliste der Charakter Essen in Disney World drin. Genau. Dann für Lunch und Dinner kostet es $63 für Erwachsene und $40 für Kinder. Okay. Christina bewertet ihr Erlebnis so: ordentliches Essen in Buffetform. Jeder wird bei der Auswahl etwas finden, das er mag. Die Figuren kommen für Fotos an jeden Tisch. 4 Sterne. Moises sagt, das Essen ist sehr mittelmäßig. Vor allem für den hohen Preis. Es ist ein Buffet, aber nichts ist wirklich gut. Alles nur unterdurchschnittlich. Chelsea sagt, von allen Reservierungen, die wir während unserer einwöchigen Reise nach... Achso, Entschuldigung, Moises hatte 3 Sterne, habe ich vergessen. Ja. Also nochmal zu Chelsea. Von allen Reservierungen, die wir während unserer einwöchigen Reise nach Disney World gemacht haben, war dies unser einziger Fehler. Es war das teuerste Abendessen unseres Aufenthalts und gleichzeitig das schlechteste. Die Bedienung war mies. Das Essen war gerade noch genießbar, es fühlte sich nicht sauber an im Lokal. Klar, jedem das Seine, aber wir werden definitiv nicht wiederkommen. Für uns ist es völlig in Ordnung, viel Geld für gute Qualität auszugeben, aber das war hier nicht der Fall. 2 Sterne. Ja. Deckt sich so ein bisschen mit unserer Meinung, und mit der Meinung auch vieler Reviews in Videoform etc. Es ist wirklich kein sonderlich tolles Essen. Hat auch seine Fans, ja, aber man geht hin wegen der Charakter. Dazu, wie gesagt, ein bisschen mehr in der nächsten Show, denn da gibt es eine Besonderheit hier. Das Essen ist sonst so von der Art vergleichbar von der Auswahl. Wenn ihr im Disneyland Paris mit dem Plaza Gardens vertraut seid, das ähnelt sich. Also es gibt irgendwie Lachs, es gibt grüne Bohnen, es gibt irgendeinen Braten, der aufgeschnitten wird. Wahrscheinlich entweder Kartoffeln oder Nudelauflauf oder Mac and Cheese. Also es wechselt immer auch so ein bisschen durch, aber alles so relativ Standard, ja. Was halt vielen Leuten schmeckt. Also nicht irgendwie man ein außergewöhnlich experimentierfreudig beim Essen sein muss, sondern es kann, ja, wie auch in der Bewertung es hieß, es wird jeder etwas finden, das er mag. Ob es die Qualität dann so passt, das ist dann halt wieder... Erstaunlich dabei ist, dass das Küchenteam anscheinend kochen kann. Denn es war eine Zeit lang, nach der Corona-Phase, in der Zeit nach der Wiedereröffnung, war es ein Tischbedienungsrestaurant mit auch All-You-Can-Eat. Mhm. Also konnte man auch alles nachbestellen. Nicht Family-Style, sondern... Es gab irgendwie ein fixes Menü oder fixe Auswahl, ja, an Gerichten. Und tellerweise serviert. Und da wurde es sehr gelobt. Mhm. Sehr. Und da dachten wir uns, oh wow, wenn das so bleibt, dann gehen wir auch endlich da mal wieder hin. Wir hatten sogar einen Tisch reserviert. Mhm. Und dann in diesem 60-Tage-Fenster hat sich dann das Konzept geändert. Und dann haben wir den wieder storniert. Und seit der Zeit sind auch die Bewertungen wieder deutlich schlechter. Und ja, schade eigentlich. Ja, also. Weil sie können es anscheinend, wenn sie Tellergerichte kochen beim Buffet. Ja. Klappt es dann nicht so. Mhm. Gut. Ja, wir bleiben bei einem Buffet. Mhm. Auf Platz 12. Mhm. Wechseln den Park, gehen ins Magic Kingdom und da haben wir das Crystal Palace mit 3,96. Auch das ist ein Character Diner mit Winnie Pooh und Freunden. Mhm. Auch dazu mehr in der nächsten Sendung. Es ist am Ende der Main Street gelegen, mit Blick aufs Schloss, wenn ihr Richtung Adventureland abbiegt. Um mal noch die Örtlichkeit vorzustellen. Es kostet beim Frühstück $48 für Erwachsene, $30 für Kinder. Und zum Mittag- und Abendessen kostet es $61 für Erwachsene und $40 für Kinder.
N sagt dazu, meiner Meinung nach das beste Restaurant für Vegetarier in einem Disney-Park. Ein gutes Buffet mit guter Qualität. Die Charaktere von Winnie Pooh kommen zum Knuddeln an jeden Tisch. 5 Sterne. Jennifer sagt, für ein Buffet hat es nicht viel Abwechslung geboten. Es war schön, Pooh zu sehen, aber ich würde nicht wieder hingehen. Nett gestaltet, aber das Essen war nicht herausragend und dafür zahlt man $60 pro Person. 4 Sterne. Tim, bin ziemlich enttäuscht. Ja, es ist ein Buffet, aber etwa die Hälfte des Essens war übergart. Der Service ist mittelmäßig, da der Kellner immer wieder für längere Zeit verschwindet. Das Highlight, wenn man Kinder hat, war die Interaktion der Figuren. Auf jeden Fall nicht das Geld wert. 2 Sterne. Ja, Essensauswahl ist vergleichbar mit dem Hollywood and Wine von der Art. Bisschen rustikaler, amerikanisch, mit sowas Sachen wie Country Fried Steak zum Beispiel. Mhm. Es gibt auch teilweise Fried Chicken, wenn ich mich recht erinnere. Also. Und ja, auch das Restaurant lebt von seinen Charakteren. Die Auswahl ist etwas kleiner als im Hollywood and Wine. Dafür kommt mir das Restaurant an sich größer vor. Ja. Also vielleicht täuscht das auch, aber der Gastraum sieht ihm für meinen Eindruck riesig aus. Ja, ist ein sehr schönes Gebäude, also so ein Kristallpalast, so ein Name, das heißt auch Crystal Palace. wie man das auch aus Paris, aus nicht aus Disneyland Paris, sondern aus der Stadt kennt, zum Beispiel mit dem Grand Palais und anderen Gebäuden. Sieht von außen sehr schön aus, hat Charakter. Ich würde auch hier das Essen eher als, ja, ist okay, aber Essen besser als im Hollywood and Wine, aber weniger Auswahl als im Hollywood and Wine. Das wäre so mein Ding. Denke ich auch. Also. Dazu. Wir sind jetzt sogar ziemlich schnell. Haben wir noch ein paar Anekdoten zu erzählen, damit wir nicht zu schnell werden? Vielleicht kommt das noch. Okay. Wir sind ja erst bei Platz 11. Es kommt ja auch noch einiges. Stimmt. Platz 11 ist Chef Mickeys mit 3,97 Punkten. Das Restaurant Chef Mickeys ist in Disneys Contemporary Resort gelegen. Und wie der Name sagt, könnt ihr dort euer Essen in Gesellschaft von Mickey Mouse genießen. Es handelt sich um ein Buffet. Es gibt auch wieder Frühstück, Lunch und Dinner. Und du versorgst uns mit den Preisen? Ja, $54 für Erwachsene, $34 für Kinder beim Frühstück und beim Dinner und Lunch. 66 für Erwachsene und 41 für Kinder. Da ein kleiner Tipp zu, funktioniert da hervorragend, weil das Restaurant 2 getrennte Buffetbereiche hat, damit die Schlangen nicht so lang werden, die das gleiche anbieten. Und wenn ihr da seid, so ungefähr zu dem Zeitpunkt, also relativ späte Reservierung macht, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo, was weiß ich, geht um 10 hin, Viertel nach 10 oder so, um 11 ist der Buffetwechsel von Frühstück zu Lunch. Und da wird erst das eine umgebaut, wenn das andere noch gleich bleibt. Dann habt ihr quasi zum, beides. Also ihr könnt beides probieren. Ihr werdet auch nicht rausgeschickt oder ähnliches, sondern ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr beim Frühstück eigentlich da wart, dann Lunch-Sachen probiert. Euch wird keine Rechnung gebracht, also nicht wie im Plaza Gardens in Paris, wo ihr in einer gewissen Zeit dann gehen müsst beim Frühstück. Der Tipp gilt übrigens für alle Buffet-Restaurants, die hier auf der Liste sind, in denen Frühstück und Lunch angeboten wird. Manche schließen zum Lunch, dann klappt das natürlich nicht. Wobei es nicht überall so gut funktioniert, weil nicht alle 2 Schlangen haben, wo dann beides zeitgleich da ist. Aber kontinuierlich umgebaut. So könnt ihr zum Beispiel auch im gerade erwähnten Crystal Palace in der, also sozusagen ein Brunch genießen. Ja. Genau. Okay. Zum Chef Mickeys sagt Javier, excellent. Nee, exzellent, wir haben das Deutsch übersetzt. Ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Ihr habt eine tolle Zeit. 5 Sterne. Madison, wir haben hier gefrühstückt. Das Essen war nicht super bemerkenswertes. Man zahlt definitiv für die Charaktere. Es gibt eine große Auswahl am Buffet. Das ist schön. Die Mitarbeiter waren alle sehr freundlich. Es ist auch schön, die Monorail vorbeifahren zu sehen. Die Einrichtung des Restaurants wirkt ein wenig veraltet, aber ich finde, dass das zum Disney-Gefühl beiträgt. 4 Sterne. Wird ein wenig veraltet, aber ich finde, dass das zum Disney-Gefühl. Ja, es ist. Ja, ein netter Satz. Vielleicht meint sie so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich bringe mich damit nur in Teufelsküche, lassen wir das. Olga sagt, das Erlebnis mit den Figuren ist toll, aber die Atmosphäre und das Essen sind nicht gut. Es ist nicht gerade preiswert und dafür wird schlechte Qualität geboten. Es ist besser, das Buffet im Golden Coral zu besuchen.
Das ist eine große Buffetkette in den USA. Da bekommt man wenigstens für das, wenigstens das, für was ich bezahlt habe, und das Essen ist noch gut. Ja, also Golden Corral gilt gemeinhin als ziemlich mies. Recht günstig. Sehr günstig. Es gibt auch Fans. Also es gibt Fans, aber es ist oft, wird es als sehr, also nicht sehr gut beschrieben. Sagen wir so. Und das dann, also ich bin jetzt auch kein Fan von Chef Mickeys, kann ich jetzt nicht behaupten, aber Golden Corral ist also schon nochmal, ja, ja. Also Chef Mickeys hat schon eine etwas eigenartige Atmosphäre, dadurch, dass es eben in der offenen Halle des Contemporary Resorts untergebracht ist, die Monorail durch Teile des Restaurants auch eben durchfährt. Das ist irgendwie ganz cool. Dadurch wird es aber auch sehr, sehr laut und gemütlich ist anders. Es geht also visuell quasi nahtlos ins Contempo Café über, das Fastfood-Restaurant im Contemporary Resort. Auch so ein bisschen in die Outer Rim Bar. Es ist ich finde es auch schwierig, ein bisschen Atmosphäre finde ich tatsächlich nicht so toll. Ich habe es wieder vergessen. Ein wenig veraltet, aber ich finde, dass das zum Disney-Gefühl beiträgt. Es hat den ein bisschen den Stil des Contemporary eben bewahrt, und das Contemporary hat eben sehr eigenen Stil, der Zukunftsgläubigkeit der späten 60er, frühen 70er Jahre entspricht. Und da ist das Restaurant, das ganz anders gestaltet ist, in so einen offenen Bereich zu packen. Was anderes ist es beim Steakhouse 71 zum Beispiel. Das kann man modern gestalten, auch wenn das Thema 71 ist, aber würde gar nicht so passen visuell. Ja. Und ja, dennoch, ich bin kein großer Fan von Chef Mickeys. Mir ist es auch viel zu laut, viel zu rummelig, und ich fand das Essen auch jetzt nicht überragend, auch wenn die Auswahl gut war. Die war sehr groß, das muss man wirklich sagen. Aber auch nichts, wo ich jetzt unbedingt wieder hingehen würde. Es gibt bessere Character Dinings und es ist dafür auch relativ teuer. Ja. Wird halt immer wieder es hat sehr viele Fans. Für viele Familien gehört es einfach zu jedem Besuch dazu. Hat auch durchaus seine Berechtigung. Gibt's ja jetzt schon lang genug. Aber mit unter 4 Punkten auch keine Mega-Bewertung. Nee. Dann auf Platz 10, wir kommen in die Top 10, dass die Akershus Royal Banquet Hall in Epcot im norwegischen Pavillon mit 3,98. Also immer noch unter der 4. Das ist auch ein Family-Style-Essen, wird euch da gebracht. Und es kostet, also es gibt auch Frühstück, Lunch und Dinner in Gesellschaft der Disney-Prinzessin. Das Frühstück kostet $55 für Erwachsene, $35 für Kinder. Ist für ein Frühstück schon. Lunch und Dinner $67 für Erwachsene, $43 für Kinder. Ja. Speisekarte, sagen wir gleich was zu. Ja, erstmal die Bewertung, ne? Ja. Haben wir, glaube ich, vorhin so gemacht. Ryan beurteilt das Erlebnis im Akershus so: Das Essen war ziemlich schlecht für das, was man dafür bezahlt. Sei kein Trottel wie ich und gehe hier essen. Ambiente und Service waren toll, aber das Essen unterirdisch. Ein Stern. Sei kein Trottel wie ich. Dana sagt dazu: Wir sind so froh, dass wir hier zu Mittag gegessen haben. Mit Abstand das Beste, das ich je in Disney World hatte. Ich kann gar nicht glauben, dass dies mein erster Besuch in diesem Restaurant gewesen ist und ich dieses Essen die ganze Zeit über verpasst habe. Unbedingt zu empfehlen. Ihr müsst dieses Restaurant ausprobieren. Die Prinzessinnen sind übrigens auch toll, aber das Essen? Wahnsinn. 5 Sterne. Bisschen im Kontrast zu Ryan gerade. Schauen wir mal, was Nora meint. Alles war großartig, der Service war wunderbar, das Essen war ausgezeichnet, die Preise sind nicht sehr günstig, aber es ist einfach etwas anderes. 5 Sterne. Ich habe den Eindruck gehabt, als ich Bewertungen zusammengetragen habe, dass vor allen Dingen das Frühstück
gut bewertet wurde. Das Mittag- und Abendessen von der Tendenz etwas schlechter, da macht Dana jetzt absolut eine Ausnahme, liegt wahrscheinlich daran, dass das Frühstück eher den klassischen amerikanischen Frühstücksgewohnheiten entspricht. Das war übrigens mal anders. Es gab, und da war der Reiz für mich auch viel größer hinzugehen, Prinzessin hin oder her. Es gab, was in den USA eben nicht so üblich ist, dass man so zum Frühstück Brot oder Brötchen belegt. Gute Auswahl an Schinken, Wurst, Lachs, Räucherlachs, also und tatsächlich auch so ein bisschen norwegische, sag mal, was habe ich da? Norwegischer Art. Aus Norwegen kommt ja, das Ganze. Ich weiß nicht, was ich mit Norwegen gerade habe. Erinnert mich an die exotisch angehauchten Restaurants. Jetzt ist beim Frühstück das, was noch norwegisch angehaucht ist, sind die Norwegian Waffles, die bei denen ich keinen Unterschied zu anderen Waffeln sehe. Ich glaube, sie sind da jetzt nicht so dick wie die klassischen Mickey-Waffeln oder sowas. Das ist ein bisschen anders. Und in sie sind in Herzform. Das ist für die USA halt ungewöhnlich. Ja. Also von daher, wir kennen es alle. Jeder hat so ein Waffeleisen zu Hause, aber nun gut. Und eine Potato Casserole. Das ist jetzt auch nicht klasse. Also Kartoffeln in den USA zum Frühstück ist gar nicht so unüblich, aber also ein Casserole, also ein Auflauf. Ja, und dann die Würzung und so weiter, ja, ist dann halt das, aber eher... ansonsten ist es eben nicht mehr sehr norwegisch angehaucht. Und das scheint dann vielen besser zu gefallen. Beim beim Lunch und Dinner ist auch nach meiner Auffassung ist inzwischen auch nicht mehr ganz so skandinavisch, wie es schon mal war. Ja. Also diese Köttbullar-artigen Klopse gibt's immer noch. Ja, die heißen da Traditional Schottkake, Norwegian Meatballs. Es gibt dann ein Grilled Salmon with Herb Butter, also Kräuterbutter, Rotkohl, Killing Og Melboller, Norwegian Chicken and Dumplings, Lefse. Ich hab Lefse, was ist denn Lefse? Lefse kennst du als Bier. Lefse. Ach so, Bier. Deshalb, ja. Ich weiß nicht, was Lefse sind, ehrlich gesagt. With Cardamom, Cinnamon Butter, Mashed Potatoes and Gravy, ja, so normale klassische Beilage, aber auch Corn Dog Nuggets zum Beispiel, was es nun mit Norwegen nicht zu tun hat. Und ja, gegrillter Lachs ist jetzt auch nicht. Ja, gut, Lachs, Norwegen, das passt dann halt irgendwie schon. Passt aber jedes, wo kriegst du keinen gegrillten Lachs? Die Würzung ist halt teilweise anders. Eher wie wir es eben auch kennen, mit viel Dill und Senf und so weiter. Das ist halt, wenn man es anders kennt, vielleicht eben ungewohnt. Lefse sind Pfannkuchen, gerollte Pfannkuchen. Also es ist schon, finde ich jetzt, schon norwegisch. Mhm. Ein bisschen vom Stil her schon einiges dabei, aber eben auch Mac and Cheese und Corn Dogs. So eine Mischung quasi, um auch den weniger abenteuerlich essenden oder weniger experimentierfreudig essenden, abenteuerlich sagt man im Deutschen, im Englischen Adventurers, aber Eaters, aber im Deutschen, ja, experimentierfreudigeren Gaumen gerecht zu werden. Was ich eher finde, ich finde, es ist für das Geld, finde ich Chicken and Dumplings, okay, Hackbällchen, ja, da fehlt ein bisschen was an hochwertigeren Grundzutaten. Hier zahlt man ganz klar das Treffen mit den Prinzessinnen. Also absolut ist das hier eingepreist. Kommen wir zu, oder was los? Nee, es ist aber, wenn ich mich recht erinnere, immer noch günstiger hier zu essen als bei Cinderella's Royal Table, wenn man also Prinzessinnen treffen möchte. Das ist ja auch ein Signature-Restaurant. Ja. Also nur so zu überlegen. Gut. Schreiten wir voran in unserer Liste. Kommen wir zu Platz 9. Das ist wieder in einem Hotel und zwar in der Wilderness Lodge. Wir kommen jetzt erstmals über die 4 Punkte mit 4,08 Whispering Canyon Café, das ihr auch zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen besuchen könnt und das auch Family Style ist. Ja, aber nicht nur. Es gibt zumindest beim Frühstück auch Tellergerichte. Da habt ihr die Auswahl zwischen
All-You-Can-Eat, Family-Style oder Tellergerichten. Die dann allerdings kein All-You-Can-Eat sind. Tellergerichte ja, genau. bekommen wir nicht nach. Das gilt auch für Lunch ist sogar, glaube ich, eher noch Frühstücksgerichte, genau. Erstaunlicherweise. Und gilt auch fürs Abendessen, wo ihr auch entweder die All You Can Enjoy, heißt nicht All You Can Eat da in dem Fall, Pfannen bestellen könnt oder eben einzelne Gerichte. Da habt ihr also die Auswahl, was euch mehr anspricht. Solltet ihr eben beim Bestellen drauf achten, wenn ihr dann eben zum Abendessen das Steak mit, ich weiß nicht, was für Beilagen es jetzt waren, bestellt, das ist eben ein Hauptgang und fertig. Bestellt ihr eins dieser Skillets, dann könnt ihr da essen, so viel ihr mögt. Ja. Gut, dann schauen wir erstmal Preise. Preise. Ja, also beim Frühstück kosten die Skillets, also diese Pfannen, alle $26. Ihr habt eine Auswahl zwischen The Heritage, das ist ja ein klassisches amerikanisches Frühstück mit Scrambled Eggs, mit Country Potatoes, mit Bacon, mit Pork Sausage, mit Mickey Shaped Waffles natürlich. Shaped, immer noch Shaped. Ach, shaped. dann gibt es The Carnivore, fleischlastiger, mit Barbecue Slow Smoked Pork Ribs, für Frühstück schon ungewöhnlich, Oak Smoked Beef Brisket, Barbecue Pulled Pork, Citrus Herb Chicken, ja, so in die Richtung, und Lighter Side mit einem Bircher Müsli mit Fresh Fruit, Joghurt, Eggs, Turkey Bacon, Turkey Sausage und Mickey-Shaped Waffles. Ja, und dann mehrere... Ja, gut, das ist ja egal, wir machen ja jetzt hier nur das All-You-Can-Eat. Es gibt All-You-Can-Eat, gibt eben noch mehrere Tischtellergerichte, die wir jetzt gar nicht erwähnen. Und, beim Abendessen kostet das... Lunch ist wie gesagt dasselbe wie das Frühstück. Ja gut, da wenn du dir die Pfannen dann so anschaust. Beim Dinner gibt es Vorspeisen, die ihr bestellen könnt, die nicht All-You-Can-Enjoy sind, die aber trotzdem mit dem All-You-Care-To-Enjoy Skillets kombiniert werden können. Und da gibt es 4 verschiedene Skillets, die alle $40 kosten, nämlich The Traditional ist nicht so unähnlich zu dem Carnivore, dann The Land and Sea, Kombination aus Fleisch- und Fischgerichten, The Pig, das dann auf Schwein eben ausgelegt ist, mit Braised Pork Belly zum Beispiel, der sehr gut ist, mit Pulled Pork, mit Mustard Barbecued Piggy Wings, mit Sausage, und dann gibt es eine Plant-Based Alternative mit einer Barbecued Jackfruit, Spicy Sausage, Mustard Glazed Beefless Tips, ja, Drinking Chicken, also... Ja, wir sagen gleich zum Essen, denke ich, noch ein bisschen mehr, aber erstmal, was die Gäste davon halten. Ja. Fängst du an? Soll ich? Mach ich. Lies mal alle vor, sind eh so cool. Dawn bewertet das so: Wir nehmen immer wieder Gäste mit ins Whispering Canyon, wenn sie uns besuchen. Ich vermisse den Caramel Shake, aber ansonsten ist das ganze Erlebnis eine 1+. 5 Sterne. Alan: Wie in vielen Disney-Restaurants ist die Atmosphäre noch vorhanden, aber das Essen bestenfalls mittelmäßig und für das Erlebnis zu teuer. 3 Sterne. Und Jamie meint: Eines der besten Geheimnisse in Disney World. Das Essen ist gut, aber die Interaktion und die Späße mit dem Personal sind das, was dieses Erlebnis ausmachen. Geht hin, um Spaß zu haben. 5 Sterne. Ja. Wir gehen auch hin, um Spaß zu haben. Es macht nämlich richtig viel Spaß. Es gibt lustige Sachen. Ganz bekannt ist schon dieser Ketchup-Ding. Wenn ihr Ketchup zum Essen bestellt, dann wird das ganze Restaurant aufgefordert, euch Ketchup-Flaschen zu bringen. Jeder, das, was gerade auf seinem Tisch steht. Dann bestellt wieder jemand anders Ketchup, dann müsst ihr alles dahin schleppen. Ist echt lustig gemacht. Es kann euch passieren, wenn ihr fragt, ob ihr noch ein bisschen, ich sag jetzt, sind wir beim Frühstück, ein bisschen vom Joghurt nachbekommen könnt, dass ihr dann vielleicht so ein Espresso-Tässchen-Glas großes Joghurt bekommt. Oder ich hätte gerne noch mehr Joghurt, dann kann es auch passieren, dass ihr so einen 500-Gramm-Becher hingestellt bekommt. Ähnliches gilt für Getränke. Wenn ihr da zu oft nachordert, bekommt ihr irgendwann so eine Gallone. Eistee oder Cola oder was auch immer an den Tisch gebracht. Also davon lebt das Ganze. Wenn ihr euch nicht benehmt, kann es auch passieren, dass ihr hinter Gittern landet. Dann bekommt ihr so quasi wirklich ein, so ein Gitterstäbe in einer
die ihr vor euch halten müsst beim Essen, was das Essen natürlich schwerer macht. Dann seid ihr im Gefängnis, ihr könnt zum Sheriff ernannt werden. Es gibt alles Mögliche. Ja. Ist eine lustige Sache, ihr müsst nicht teilnehmen. Also ihr könnt auch einem Castmember am Anfang sagen, ich will hier einfach nur essen, ich mag dieses ganze Klamauk-Zeug, mag ich nicht machen. Wenn ihr dann nach Ketchup fragt, habt ihr halt selber Schuld. Also dann müsst ihr vielleicht euer Essen ohne Ketchup verbringen. Denn, früher war es, fand ich, ein bisschen besser gelöst, muss ich auch sagen. Früher gab es quasi wie gesagt, Untersetzer. Bierdeckel. Das Wort habe ich gesucht, Bierdeckel. Ja. Die eine grüne und eine rote Seite hatten. Und je nachdem, wie ihr das auf den Tisch gelegt habt, war das Zeichen, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Ja, dann zu den Skillets wollte ich hier noch sagen, wenn ihr alle am Tisch Skillets bestellt, könnt ihr auch da munter untereinander durchtauschen. Das ist überhaupt kein Problem. Von dem probieren, von jenem probieren und vielleicht auch nur von einer Sorte nachbestellen, weil euch das andere nicht so zusagt. Das war beim letzten Besuch meine große Rettung. Wir waren zu viert, haben beim Abendessen alle vier Skillets bestellt und ich habe das Plant-Based genommen. Katastrophe. Als Vegetarier oder Veganer geht dort nicht hin wegen des Plant-Based Skillets. Es war furchtbar. Das habe nicht nur ich so gesehen, wir alle am Tisch. Das Würstchen war essbar, das Gemüse auch, wobei bei dem Plant-Based Skillet weniger verschiedenes Gemüse dabei war als bei den anderen Skillets. Und weniger kreativ. Also, ja, grüne Bohnen und irgendwas anderes noch, habe ich vergessen. Bei The Land and Sea zum Beispiel ist ein Barbecue-Cauliflower. Dabei, also ja. Barbecue-Blumenkohl dabei zum Beispiel, der sehr lecker ist. Bei irgendwas waren super leckere Pilze dabei. Und also Katastrophe, dieses Fleischersatzzeug hatte teilweise eine Konsistenz, konnte man nicht zuordnen. Und es gibt gutes Fleischersatz, gute Fleischersatzprodukte, finde ich. Ja. Aber die waren da echt nicht gut, keine Empfehlung. Ja. Ansonsten top. Sowohl zum Frühstück als auch zum Abendessen. Ja. Tolles. Super Service. Ja. Gut. Macht nur eins nicht. Das mögen Castmember gar nicht. Vielleicht nur als Tipp. Also wir kennen eine Castmember, die da arbeitet und haben uns mit ihr dann auch, wir waren dann zusammen noch im anderen Restaurant essen, außerhalb von Disney ein paar Tage später und haben uns ein bisschen auch über den Job im Whispering Canyon unterhalten. Und was Castmember da gar nicht mögen ist, wenn man ihnen von Anfang an sagt, ja, give it to me. Also macht den ganzen Kram richtig heftig mit mir. Oder give it to me hard, hat irgendwelche sogar mal gesagt. Und nach dem Motto, quält mich am Tisch und verarsch mich und alles mögliche. Das mögen Castmember gar nicht, wenn ihr ihnen das vorgebt, dass sie euch, sondern sie wollen das aus der Situation raus, genau, machen. Und sind nicht da, um für euch Schauspieler zu sein, sondern sie sind erstmal für den Service da. Das ist ihre erste Aufgabe und dann muss es passen. Und ein Highlight ist sicherlich, wenn man ins Gefängnis geschickt wird, aber wenn man das verlangt von sich aus, ist es kein Highlight mehr. Sondern es muss sich aus kommen. Einfach so ergeben. Ja. Genau. Ja. Gut. Ich wollte sagen, kommen wir zu Platz 8, aber nein, es gibt keinen Platz 8. Überspringen wir also Platz 8, denn wir haben zweimal Platz 7. Mit jeweils 4,12 Punkten. Einmal im Animal Kingdom. Das ist das Tusker House. Und das andere verraten wir gleich. Ach so, okay, Entschuldigung. Nicht so die Spannung hier vernichten. Ja, ist ja gut, sehr gut. Tusker House, wie Thorsten sagt, im Animal Kingdom. Buffet zum Frühstück, Lunch und Dinner mit Disney-Figuren in diesem Fall wieder. Und kostet? Entschuldigung, ich hatte das andere schon auf, weil ich gerade was nachgucken wollte. Okay, also Tusker House. Tusker House kostet, Entschuldigung, ich bin beim Dinner, Entschuldigung. Zum Frühstück kommen wir jetzt, wenn die Seite lädt. $47 für Erwachsene, $30 für Kinder. Und beim Dinner kostet, Lunch und Dinner kostet es $62 für Erwachsene und $40 für Kinder. Gut. Alan bewertet sein Erlebnis dort so. Das Essen und der Service sind im Tusker House immer großartig. Es handelt sich um ein Charakterfrühstück, daher ist es teuer. Ihr habt am meisten davon, wenn eure Familie mutig genug ist, neue Speisen zu probieren. 5 Sterne. Oscar sagt, meine Empfehlung ist eine Reservierung für ein spätes Frühstück, um Geld zu sparen. Erinnert mich an jemanden gerade. Also normal machen wir so Trickserei nicht. Allerdings ist es wirklich so, ich wird nicht gesagt, okay, jetzt ist Ende, sondern ganz normal. Wenn ihr brunchen wollt, könnt ihr brunchen.
Dann hat er nämlich Frühstück und Mittagessen. Ich liebe die äußere Erscheinung dieses Restaurants. Es handelt sich um ein Buffet-Restaurant. Meine Frau mag das Taskehaus wegen der großen Auswahl an glutenfreien Optionen. Das Essen war exzellent bis gut. Große Auswahl an Salaten, kalten Vorspeisen mit einzigartigen Gewürzen und Zutaten. Fantastisch. Auch gekochtes Gemüse, Mais, grüne Bohnen, Blumenkohl, einfach so viel Auswahl und alles gut. Besonders das Hähnchen mit einer einzigartigen Soße, die viel Kurkuma enthielt, war hervorragend. Es gab auch eine Rindfleischvariante, die großartig war. Die Desserts waren köstlich. 5 Sterne. Ja, das andere hätte mich jetzt auch gefunden. Ja. Kenny, der gesamte Afrika-Bereich des Animal Kingdoms ist ziemlich cool. Aber das Tasker-Haus hat uns wirklich überrascht. Es ist ein Buffet, aber das Essen war wirklich gut. Das Buffet war riesig und hatte für Erwachsene und Kinder viel zu bieten. Tolles Curry. Es ist ein bisschen teuer für ein Buffet, aber das ist Disney. Das ist zu erwarten. 4 Sterne. Und wie gesagt, es ist mit Disney-Figuren. Das zahlt man dann immer noch mit. Wie jetzt schon angeklungen ist, die Gerichte sind teils wirklich aus der afrikanischen Küche, teils, sagen wir, inspiriert. Angehaucht. Teils inspiriert und auf den internationalen Gaumen angepasst. Beim Frühstück noch gar nicht mal so. Das Frühstück ist ja mit ein paar so Twists drin, aber finde ich jetzt gar nicht so beim Mittagabendessen schon deutlich mehr, was die Gewürzauswahl etc. angeht. Also das Frühstück ist eher ein amerikanisches Frühstück von der Art her, was man da isst. Teilweise ein bisschen anders gewürzt und so weiter, aber ja. nicht so großartig. Bei Mittag und Abendessen finde ich das deutlich mehr. Ich finde das Essen auch echt gut. Ja. Wir waren ein bisschen bei unserem, wir waren nur einmal da, wir hatten es eigentlich immer mal wieder geplant. Ein bisschen von der Charakterinteraktion enttäuscht. Bei unserem Besuch, also da war das Restaurant, Quatsch, kommt beim Charakterthema. Bleib mal beim Essen hier. Essen fand ich hervorragend. Ja. Also kann ich gar nicht sagen, fürs Essen würde ich jederzeit wieder hergehen. Es ist super schön gestaltet. Zu Charakteren dann nur kurz, tolle Kostüme. Und ja, würde ich durchaus wieder empfehlen, ja. Dann der zweite Platz 7. Ebenfalls logischerweise mit 4,12 Punkten ist das Ohana im Polynesian Resort. Ja. Ja. Da gibt es auch Frühstück und Abendessen. Ich glaube kein Lunch, ne? Nee. Frühstück, nur kurz der Preis, da gehen wir nicht so ganz drauf ein, weil das ein Character Dining ist. Das kommt dann also in der nächsten Show nochmal explizit dazu. Mit Lilo und Stitch. Das können wir schon sagen. Rest kommt dann. Kostet $49 für Erwachsene, $30 für Kinder. Und das Dinner, das ist dann kein Character Dining. Das kostet $62 für Erwachsene, $40 für Kinder. Aber beide Mahlzeiten sind all you can eat. Also egal, wann ihr hingeht, essen bis zum Abwinken, wenn ihr möchtet. Gut. Also ich kann erst die Speisekarte was sagen. Ja, es, ist anders, ein, es ist eine Art, es ist ein Fixed Menu, Family Style. Es gibt beim Abendessen einen Salat mit einer Citrus Vinaigrette, dann Honey Coriander Chicken Wings, dann das, ich sag mal, berühmte Ohana Dinner Skillet mit Woodfire Grilled Teriyaki Beef. Das wird auch am Tisch geschnitten mit den Spicy Peel and Eat Shrimp. Die waren, das gilt so als eine der coolsten Sachen, die waren zeitlang von der Karte weg nach der Wiedereröffnung und gab, das gab, weil es als Sparmaßnahme galt und weil die sehr beliebt waren, als echt nicht gut und gab richtig große Fanproteste und die kamen dann auch wieder. Dann ein Grilled Chicken with Polynesian Inspired Chimichurri Sauce und die berühmten oder auch berüchtigten Ohana Noodles. Ja, die wurden mal eine Zeit lang durch Reis ersetzt. War nicht ganz klar, ob um einen Konzeptwandel einzuleiten oder weil es irgendwie Lieferprobleme mit Nudeln gab. Keine Ahnung, vielleicht wurde falsch eingekauft. Das gab einen riesigen Aufschrei, aber sie sind wieder da. Dann gibt's das Signature Ohana Bread als Bread Service, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Ja. Die Speisekarte-Reihenfolge ist nicht so. Ja, die ist manchmal, finde ich, ein bisschen chaotisch, weil ich lese von, na gut, man könnte auf links nach, ja, egal.
Entschuldigung. Pork Dumplings in Garlic Chili Sauce und den Ohana Bread Pudding als Dessert. Dazu sagt... Oder willst du? Ja, nur, mach ruhig. Dazu sagt Brittany, geht hier unbedingt essen. Das ist ein wunderbares Restaurant und ein tolles Erlebnis. Ich war seit meiner Kindheit schon mehrmals im Ohana. Es war so eine warme und einladende hawaiianische Atmosphäre. Der Live-Musiker ist fantastisch. Als Vorspeise gibt es super leckeres Kokosnussbrot mit Honigbutter. Ja. Dann die Nudeln, die Wings und die Potsticker. Nicht zu vergessen ist der frische Salat, den sie einen servieren. Das Dressing war so frisch und lecker, eine Art Vinaigrette. Dann wird das Fleisch serviert, Steak, Hühnchen, Krabben und schließlich der Brotpudding am Ende. Wir waren in den Flitterwochen hier und mein Mann, der normalerweise nicht so viel Wert auf gutes Essen legt, spricht noch Monate später davon. 5 Sterne. Ja. David sieht es alles in allem gut, aber den Preis nicht wert. Nicht einmal die Hälfte des Preises wert. 3 Sterne. Oh, du bist wieder. Mach weiter, das ist so ein... Courtney... Wo soll ich anfangen? Oh mein Gott, das Essen war amazing. Wir waren zum Abendessen hier und von der ersten Minute an begeistert. Unser Kellner war hervorragend. Er hat alles dafür getan, dass wir rundum zufrieden waren. Der Brotpudding war fantastisch. Ich würde sehr empfehlen, dieses Restaurant zu buchen. 5 Sterne. Ja. Also das Ohana hat sehr, sehr viele Fans. Ich glaube, fast so viele Fans wie kein anderes Restaurant bei Disney, das mir jetzt so auf Anhieb einfällt, muss man wirklich sagen. Also die immer wieder hingehen. Es ist allerdings, hört man auch häufig, man kann Glück haben, man kann Pech haben. Also es ist wirklich, das Restaurant ist Hit or Miss. Man kann Pech haben und die Nudeln sind furztrocken. Oder total manche. Oder sie sind gerade perfekt. Ja, genauso bei den Shrimps. Die können auch komplett übergart und zusammengeschrumpelt sein. Das kann auch passieren. Es ist sehr unbeständig. Das sagen selbst die Hardcore-Fans des Restaurants. Und was noch ein Problem ist, ist, wie viel Zeit ihr euch zum Essen lassen könnt. Also theoretisch unendlich. Aber es gibt Tage, wo euch euer Kellner auch das Gefühl gibt, oh, ihr seid hier willkommen und sitzt hier schön und alles toll. Und es gibt Tage, an denen wirklich versucht wird, euch so schnell wie möglich da wieder rauszuschieben. Dass ihr euch beim Essen halt gehetzt vorkommt. Und es dann entweder passiert, dass der Kellner 2 Minuten, nachdem ihr das Essen bekommen habt, schon wieder da steht und fragt, möchtet ihr noch was? Und danach einfach verschwindet und alles so ein bisschen ungemütlich ist. Und das ist natürlich nicht so schön. Ja, also ja. Hit or Miss. Ich bin kein großer Fan davon, sage ich auch ganz ehrlich. Gerade auch angesichts des Preises. Ich habe dann lieber richtig gute Qualität und nicht all you care to enjoy, was in dem Fall den Preis besonders hochtreibt, wegen Sachen wie den Shrimps eben. Und ja, okay, kommen wir zu Platz 6, würde ich sagen, oder? Da gehen wir nach Epcot und zwar ins Garden Grill mit 4,14 Punkten, ist im The Land Pavilion gelandet, wollte ich schon sagen, gelegen. Und bietet euch auch Breakfast, Lunch und Dinner. Mit Disney-Charaktern. Das ist zu jeder Uhrzeit ein Character-Dining. Dazu ist alles nächsten, Family-Style? Ja, das noch zur Info? Bei der nächsten Sendung mehr. Frühstück kostet $47 für Erwachsene und $30 für Kinder. Es ist auch ein ziemlich klassisches Skillet. Besondere Highlight gilt das Cinnamon Breakfast Loaf. Das ist so eine Art Zimtschnecke, würde ich es jetzt also mega lecker. Mega lecker. Für jemanden, der nicht so gern süß ist, ist es zum Reinlegen. Ja. Es ist, ja. Gut, das gilt auch für vieles Brot. Da sind auch die Kokosnussbrötchen im Ohana sind stimmt. Auch mega gut. Also darüber habe ich auch fast noch nie was Schlechtes gehört. Also beim Lunch kostet es für Erwachsene $62, für Kinder $40. Da gibt es auch beim Frühstück wieder eine Fleisch- und eine Plant-Based-Variante. Die Fleischvariante hat insgesamt mehr Auswahl, muss man sagen. Hat Roasted Chicken, Grilled Beef mit Chimichurri, hat aber dieselben Vegetables, die auch die Plant-Based-Variante hat und
es ist eigentlich, finde ich, bei der Wedgie Loaf ist eigentlich das einzige, die einzige Hauptkomponente des Plant-Based Essens. Mhm. Wenn dann nicht die Seasonal Vegetables, die dabei stehen, dann wirklich nicht nur grüne Bohnen sind, wie bei Disney irgendwie Seasonal Vegetables immer sind, sondern noch mehrere andere Gemüse, dann könnte ich mir das. Also die haben wir noch nie probiert, da ja. die Veggie-Variante. Deshalb keine Ahnung, ehrlich gesagt. Beim Rest eigentlich, ja, das Besondere, Teile der Gemüse- und Obstbestandteile eures Essens wachsen nur wenige Meter entfernt in der Attraktion Living with the Land, die im selben Pavillon sich befindet, durch die ihr durch die Gewächshäuser durchfahren könnt und das, was da, war ja nicht nur Gemüse, auch Fisch. Ja. Der hier auf, ich weiß gar nicht, ist hier Fisch auf der Karte? Fisch ist dabei. Der ist dann in anderen Restaurants. Ja. Ich war mir gerade nicht sicher, ob Fisch dabei ist. Ich dachte gerade so, Chicken hast du gesagt, Steak, kein Fisch. Wir müssen die Bewertung noch machen. Wir reden die ganze Zeit um die Bewertung. Okay, dann legen wir los. Kanita meint, Garden Grill Restaurant in Epcot war mega. 4 Ausrufezeichen danach. Das Erlebnis war einzigartig. Man isst in einem Restaurant, das sich dreht. Ja, richtig gehört. Als Bonus gibt es in diesem Restaurant noch Treffen mit Mickey, Chip, Dale und so weiter. Die Kellner waren aufmerksam, höflich und lustig. Toll. Das Essen war insgesamt sehr gut. Es gab Salat, Brötchen, Grillhähnchen, Rindfleisch, Kartoffelpüree, grüne Bohnen und Maisbrot. Das Einzige, was ich nicht mochte, waren die Goldfisch-Cracker auf meinem Mac and Cheese. Aber ansonsten war das Essen gut. Das Kartoffelpüree, das Rindfleisch und das Maisbrot waren mein Favorit. Der Nachtisch war ein Bärenkuchen und Mickey-Cookies. 5 Sterne. Und die Goldfischcracker sind gerade das, was viele Leute da geliebt haben. Die sind nämlich sind wieder da. Sie waren aber eine Weile weg und da haben auch Freunde von uns, die dort leben, waren vollkommen entsetzt, wie man die da wegnehmen konnte. Ja. Ging gar nicht. Also auf dem Mac and Cheese. Ja. Franco sagt, ich bin enttäuscht. Echt enttäuscht. Die Tatsache, dass das Essen in einem Gang auf den Tisch kommt, hat meinen Sohn dazu gebracht, absolut nichts essen zu wollen. Ich kann es ihm nicht verdenken, denn ich fühlte mich wie ein Schwein, das mit Resten gefüttert wird. Allerdings war die Bedienung wirklich nett, aber das Essen war schrecklich. Keine Auswahlmöglichkeiten. Ja, das weiß man vorher. Man könnte doch die Speisekarte gucken, das Family Style ist. Entschuldigung. Das Fleisch war nicht durchgebraten. Ist ja auch ein Rindersteak mit dabei, dass man vielleicht nicht unbedingt durchbrät. Das Hähnchen war hart, also das Fleisch, es gibt nur ein Fleischgericht und das ist eben Beef. Und dass man das nicht totbrät, sollte jedem klar sein. Das Hähnchen war hart und viel zu lange gegart. Der Besuch hat mich hier traurig gemacht, weil es so viel Abfall gab. Absolut furchtbar. Ich wollte keinen Nachtisch bestellen, weil ich nicht noch mehr Abfall haben wollte. Ich verließ das Restaurant super deprimiert. Diese Erfahrung hat mir den Tag verdorben. 1 Stern. Mike ist anderer Meinung. Nach jahrelangem Besuch in Epcot haben wir endlich im Garden Grill zu Mittag gegessen. Es war hervorragend. Der Salat enthält viele Zutaten aus dem Living with the Land Fahrgeschäft unterhalb des Restaurants. Dazu gibt es leckere Hauptgerichte mit Rindfleisch und Barbecue-Hähnchen. Ich möchte auch erwähnen, dass das Maisbrot und die Mac and Cheese fantastisch waren. Zum Nachtisch gab es einen Kuchen. 5 Sterne. Ja, es ist hier noch gerade angedeutet worden schon. Living with the Land hatte ich erwähnt. Auch, dass sie das Restaurant dreht. Sehr langsam dreht, aber ihr habt Ausblick auf die Attraktion. Ja. Das ist vielleicht noch was Besonderes, was noch als Superbonus zu dem. Und es wird auch nicht alles auf einmal auf den Tisch gestellt, denn es kommt erst der Salat, dann kommt das Skillet mit den Hauptgängen und dann kommt das Dessert. Das sagt ja auch sogar Franco, weil er das Dessert dann weggelassen hat. Ich glaube, er meinte halt mit alles auf einmal, dass es eben in einer Pfanne, Servierschale, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, das ist das Konzept eines Family-Style-Restaurants. Das weiß man vorher, wenn man sich's anschaut. Und ich fand auch, dass die Portionen jetzt nicht überdimensional groß sind. Dass es so viel Abfall eigentlich gar nicht gibt. Also man isst dann nichts davon. Ja, gut. Aber was dann bei jedem auch mit dem Tellergericht so, wenn man es stehen lässt, dann, ja, was will man machen? Man kann eben nachbestellen, so viel man will. Und deshalb fand ich es jetzt auch nicht zu riesig vorher. Gut, es kann halt dabei sein, wenn irgendwas halt wirklich furztrocken oder was war, dann ist man es halt nicht unbedingt klar. Und wenn das Grilled Beef, das ist eben eine Art Roast Beef am Stück gebraten und das brät man halt nicht grautot, sondern das lässt man rosa. Das brät man nicht durch. Also ich weiß nicht,
es mag nicht jeder. Also ich nehme mein Fleisch gern rare oder medium rare, je nach Fleischart. Ich gehe davon aus, dass das hier medium gebraten sein wird. Er sagt ja auch, es war nicht durchgebraten. Mhm. Er sagt ja nicht auch, es war noch blutig. Ja. Und die, auch wenn viele Leute nicht rare oder medium rare wollen, die allerwenigsten wollen es wirklich durchgebraten, weil es dann einfach trocken und die wird. Und da ist eben das Medium der klassische Mittelweg, wenn man was am Stück, ein großes Stück und nicht auf Bestellung ein Steak brät. Also ich mag das Restaurant richtig gerne, insbesondere zum Frühstück. Frühstück finde ich besser als das Mittagessen, weil wieder Thema für die nächste Sendung, aber kurz gesagt, die Charakterinteraktion super ist. Ja. Gut, ja. So ist es halt. Und mein, es ist ja auch mit auf dem sechsten Platz ist auch nicht schlecht. Wir können es eigentlich nur empfehlen. Ne? Ja. Ja. Super Kellner hatten wir immer. Also das mega Cast-Member. Ja. Das vielleicht auch noch. Kommen wir zu Platz 5 und wir bleiben in Epcot. Ja. Gehen aber in den World Showcase. In den deutschen Pavillon, in den Biergarten, der ist mit 4,16 Punkten auf Platz 5. Mhm. Da könnt ihr zum Lunch und zum Dinner hingehen und es kostet $49 für Erwachsene, $27 für Kinder und bietet ein deutsches Buffet. Ja, kann man durchaus so sagen. Es gibt ein paar Sachen, die sind definitiv amerikanisiert. Eine Käse-Biersuppe ist mir jetzt aus Deutschland nicht so riesig bekannt. Na gut, Käsesuppen sind nicht eher so. Ja, Käse und, aber schon, aber eher das mit ist, Wein. Ja, diese also klassische Winzersuppe oder. Also in den USA ist ja auch Bier-Cheese-Dip zu Brezeln sehr verbreitet und beliebt. Das ist bei uns jetzt einfach nicht so das Ding. Aber es gibt auch totale Klassiker, die man der deutschen Küche, die man in deutschen Gasthäusern gar nicht mehr so oft findet, wie Kohlrouladen, wie Rindsrouladen. Die sind in vielen Sauerbraten. Ja. Also in vielen Restaurants ja inzwischen in Deutschland, auch in deutschen gut bürgerlichen, verschwunden, weil sie relativ aufwendig sind, mit langen Schmorzeiten. Es gibt Schnitzel, es gibt Rotkohl, es gibt Spätzle, Sauerkraut natürlich, logischerweise, verschiedene Würste. Zu dem Restaurant sagt Karen, das deutsche Buffet ist ein außergewöhnliches Erlebnis mit gutem Essen. Das Restaurant besteht aus einem hufeisenförmigen Essbereich auf 4 Ebenen, sodass jeder die Bühne und das Unterhaltungsprogramm sehen kann. Der Buffetbereich befindet sich im hinteren Teil. Es gibt alle deutschen Standardgerichte, manche gut, manche weniger gut. Man zahlt hauptsächlich für die Unterhaltung und die Atmosphäre und natürlich für das Bier. Tut euch selbst einen Gefallen und nehmt den halben Liter. Warum? Denn wenn man das ganze Essen probiert, kann ein ganzer Liter viel zu viel sein. Nein. Ich habe wirklich viele Leute gesehen, die ihr Bier stehen gelassen haben. 4 Sterne. Kim sagt zum Biergarten, diesmal war ich vom Essen nicht so beeindruckt wie bei den anderen Malen. Ich konnte nicht einmal das Schnitzel kauen, da es sehr zäh war. Dieses Mal war es den Preis definitiv nicht wert. Aber die Atmosphäre ist wirklich nett und lustig. Der Service war gut. 3 Sterne. Jim sagt, tolles Bier, tolles Essen, tolle Musik. Was für ein lustiger Ort, um das Oktoberfest zu feiern. Ideal für die ganze Familie. Ja, da ist vielleicht schon angedeutet, es herrscht wirklich das ganze Jahr über Oktoberfest-Atmosphäre. Ja, aber ich finde Oktoberfest eigentlich falsch. Es ist ein Marktplatz, ein deutscher Festplatz bei Nacht ist die Gestaltung. Die Gestaltung ist nicht Oktoberfest. Ja, das stimmt, ja. Es gibt zwar Unterhaltung mit einer deutsch-österreich-schweizerischen Kapelle, die so eine Mischung hat, denn Alphörner kenne ich jetzt persönlich eher aus der Schweiz und aus Teilen Österreichs, weniger aus Deutschland. Kann aber auch sein, ich war tatsächlich öfter in den beiden anderen Ländern in Bergen als in Deutschland. Aber sonst zünftige Volksmusik. Es wird auch der Ententanz gespielt, logischerweise, der muss da einfach sein. Und zwischendurch immer wieder ein Xufa, hoi, hoi, hoi. Nee. Nicht? Ja. Ja, ja. Na klar, wo okay, das Publikum dann hoi, hoi, hoi brüllt. Okay. Ja, also das ist die Animation, hier zu trinken. Dann gibt es eine Show mit Glocken, mit Kuhglocken in verschiedenen Größen, mit der Musik gemacht. Also ich finde es witzig. Mhm. Ich finde das Essen, also wir wollten ursprünglich gar nicht hin. Ja. Sind dann einmal zufällig drin gelandet, was ein
sehr positives Erlebnis war. Wir waren dann auch mal mit Freunden aus der Gegend da, die sagen wollten, ich will jetzt, oder wir wollen unbedingt mit einem deutsches Bier trinken gehen. Mhm. Ja, also, und ich war positiv überrascht, beide Male, weil der Sauerbraten echt gut war. Ich liebe Sauerbraten. Als wir da waren, war auch das Schnitzel sehr gut. Ja. Also, was das Einzige, was mir damals nicht so geschmeckt hat, waren die Reibekuchen. Ich glaube, die sind inzwischen gar nicht mehr da. Oder stehen zumindest nicht auf der Karte. Vielleicht sind sie auf dem Buffet, ich weiß es nicht. Aber die waren nicht so, die waren viel zu dick irgendwie. Das waren eher so Röstitaler, also keine Reibekuchen. Na gut. Du bist auch sehr Reibekuchen verwöhnt, weil deine Oma so gute Reibekuchen gemacht hat, oder? Und meine Mutter auch. Ach, deine Mutter. Also, ja. Okay. Oma war Pfannkuchen. Ah, okay. ja, was mich am Restaurant schockiert, muss ich ehrlich sagen, sind inzwischen zumindest die Bierpreise. Achso, die Preise, ja. Gut. Ja, also fürs Essen finde ich, ist in Ordnung. Für ein Buffet 49 Dollar ist für Disney-Verhältnisse gar nicht mal so schlimm. Aber fast 20 Dollar für ein Maß Bier, also ist schon happig, finde ich. Und die Auswahl der Biersorten kommt mir auch immer eingeschränkt davor. Ja. Inzwischen gibt es irgendwie Becks. Ja, ich wollte. Achso, du willst es auch vor. Ja. Ja, also es gibt 4 Biere. Von denen eins das Schöfferhofer Grapefruit-Hefeweizen ist, das für mich in so dieser Atmosphäre gar nicht unbedingt was verloren hat, dass ich auch nicht als Maß trinken will. Mhm. Das Warsteiner Dunkel. Warsteiner, also ich weiß nicht, es gibt Leute, die mögen diese Brühe. Das deutsche Bierlexikon hat Warsteiner nicht ohne Grund eine Zeit lang als bierähnliches Getränk bezeichnet, also fast sowas wie Kölsch. Also bestenfalls bierähnlich, andere sagen Eselspipi dazu. Es gibt Becks, was ja ein trinkbares Pils ist, was aber Pils trinkt man in der Regel auch nicht als Liter. Und es gibt tatsächlich nur noch ein richtiges Weißbier, König Ludwig Weißbier, das ganz gut ist, ja. Das finde ich echt ganz gut, dass sich anbietet, um es als Maß zu trinken oder auch mal als 2 Maß, kam da durchaus mal vor. Und es gibt einen German Beer Flight, der eben genau aus diesen 4 Bieren besteht. Und da, wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel für Bierflights du kannst sogar auswählen, die verschiedenen im Raglan Road, zum Beispiel an irischen Bieren, gibt, wo man aus... Es war auch definitiv, gab es früher noch mehr Bierauswahl. Ja. Also das hat sich irgendwie... Leider verändert, aber es ist, also ich finde es ein tolles Erlebnis. Das, was noch eine Zeit lang zumindest das Besondere war und jetzt noch passieren kann, wenn das Restaurant voll ist. Die Tische sind für 8 Personen ausgelegt. Und wenn es voll ist, kann es passieren, dass ihr eben mit jemand anderem gemeinsam am Tisch sitzt, weil natürlich die Tische möglichst voll besetzt werden. Und wie es auf Volksfesten, ich sag mal ab Mitte Deutschlands bis nach Süden, üblich ist, dass man sich mit mehreren Personen an einen Tisch setzt. So muss das. Gehört sich so. Ja, wird da auch praktiziert, allerdings in letzter Zeit nicht mehr unbedingt, denn das Restaurant ist selten voll. Aber ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie. Obwohl es ja gute Bewertung hat. Also Platz 5. Kommt das nicht mehr unbedingt vor, dass ihr zusammengesetzt werdet, da so viele Tische da sind. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, dann da Leute kennenzulernen, wenn man gemeinsam einen Tisch bekommen hat. Also ich fand das für das Konzept gut. Ich bin aber auch süddeutsch, also bei Dörte im Norden sieht das... ich bin inzwischen nicht mehr so. Ja, du nicht mehr so. Nee, nee. Weitermachen. Ja, wir müssen weitermachen. Die Anekdote lasse ich weg, dieses Kulturschocks im Norden. Ja. Wir kommen zu Platz 4. Wir bleiben im Bereich von Epcot, aber gehen aus dem Park raus, sondern zu den Epcot Resort Hotels oder Epcot Area Hotels mit 4,18 Punkten Cape May Café, ein Buffet. Im Beach Club. Da ist wichtig zu wissen, Frühstück ist mit Disney-Figuren, Abendessen ist ohne Disney-Figuren, Mittagessen gibt es nicht. Ja, also da funktioniert der Tipp mit dem Brunch nicht. Frühstück, nur kurz die Preise, weil Charakter ein anderes Thema sind. 47 Dollar für Erwachsene, 30 für Kinder und das Dinner, auch 47 Dollar für Erwachsene und 27 für Kinder. Das Dinner ist günstiger als das Frühstück für Kinder. Okay, ich habe gerade irgendwie
hatte ich, als ich letztens nach... 47,30 für Breakfast und 47,27 für Abendessen. Okay. Ja, wegen der Charakter. Nee, ah, ja. Immer da. Nee, die sind nur zum Frühstück. Die sind nur zum Frühstück. Die sind nur zum Frühstück da. Gut. Kommen wir dazu, was Michelle zu sagen hat. Das Essen beim Dinnerbuffet war bestenfalls mittelmäßig. Es gibt nur eine begrenzte Auswahl an Gerichten. Wir waren müde und erschöpft und haben eine schlechte Wahl für unser Abendessen getroffen. $150 für zwei Erwachsene und ein Kind, 12 Jahre alt. Den Desserts fehlt es an Geschmack, dem dünn geschnittenen Steak fehlt es an Würze, das Kartoffelpüree, die Maiskolben, das gebackene Huhn und die Ananas waren das Beste, wenn das etwas aussagt. Nichts war spektakulär. Viel zu teuer. Besser, man geht zum Marketplace ein paar Meter weiter und kauft Sandwiches oder Pizza am Boardwalk, wenn man die Energie hat, nachdem man die Parks besucht hat. Unsere Bedienung Suzanne war großartig. 3 Sterne. Beth sagt, tolles Essen, toller Service, die neuen Desserts sind nicht mehr so gut wie früher. Ich vermisse den Bread Pudding. Ich vermisse wirklich die Crab Legs, die im Preis inbegriffen waren. Jetzt sind sie den Aufpreis nicht mehr wert. Dazu kurz, weil es an der Stelle gerade passt. 4 Sterne. 4 Sterne, ja, weil es an der Stelle gerade passt. Das war ganz früher als eines der Highlights, dass man eben Snow Crab da so viel essen konnte, wie man wollte, was durchaus teilweise recht teure Krabbenart ist. Oder Krebsart, so rum. Und das ist leider nicht mehr so. Man kann die immer noch bestellen, zahlt dann $29 pro Pfund, pro amerikanischen Pfund. Und als Aufpreis. Früher war es Teil des Preises. Und das ist natürlich ein massiver Unterschied. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob schon vor Corona rausgeflogen ist. Das ist schon vorher rausgeflogen. Ja, ich meine auch, ne? Ja. Ja, dann kommen wir zu Yorkie noch, oder? Ja, du hattest gerade Best. Yorkie, das Abendbuffet war köstlich. Viel Auswahl an Meeresfrüchten, Salaten, Fleisch, Gemüse und Nachtisch. Der Service von Sarah war hervorragend. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. 5 Sterne. Also auch sehr unterschiedlich in der Bewertung. Vielleicht auch mit dem, was man erwartet. Und vielleicht gibt's auch mal einen schlechten Tag. Kann natürlich auch passieren. Ich finde das Abendessen interessanter als das, also das Frühstück. Frühstück fand ich okay beim Essen. Kann ich nicht zustimmen. Ja, wir hatten da eine ganz unterschiedliche Meinung. Interaktion super. Essen fand ich okay. Ich fand das Essen beim Frühstück wirklich gut. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir so einen Unterschied hatten. Genau. Ich glaube, weil es eine als frische Ding eine Omelette-Station gibt und du bist kein Fan von Omelette zum Frühstück oder grundsätzlich nicht kein von Omelette-Fan. Omelette. Und ich fand, das war richtig lecker. Und das war quasi das Highlight des Frühstückbuffets. Inzwischen gibt es noch eine Carving Station auch zum Frühstück. Das ist jetzt wieder eher was für mich. Ja. Also vielleicht ziehen wir es für den nächsten Besuch doch nochmal in Erwägung. Ich finde, beim Abendessen finde ich klasse, dass die Auswahl an Meeresfrüchten wirklich mal größer ist, auch wenn die Snow Crab Legs nicht mehr Teil des Menüs sind oder des inkludierten Angebots sind, aber dass es eine Clam Chowder gibt, dass es eine Seafood Pasta gibt, dass es verschiedene Fischsorten gibt, dass es dann gibt es dieses klassische Neuengland, New England, in so einem Topf, Steamboiled Muscheln und Meeresfrüchte in so einem gemischten Ding. Das ist, ja, spricht mich jetzt nicht so an. Ich esse zwar Fisch und Meeresfrüchte, aber irgendwie. Ja. So unterschiedlich kann es sein. Okay, kommen wir zu. Machen wir es einfach so. Nächstes Mal gehst du zum Frühstück und ich zum Abendessen und machen wir zwischen außenrum was anderes. Ja. Kommen wir zu Platz 3. Und über das Restaurant haben wir schon mehrfach geschwärmt. Es kam auch schon vor, auf einem ebenso guten Platz bei den Table Service Restaurants. Denn es ist wieder Family Style und gehört zu unseren Standards, die wir fast bei jedem Besuch in Disney World besuchen. Das ist auf Platz 3 mit 4,31 Punkten die Liberty Tree Tavern. Ich sagte Vollständigkeit halber, sicherheitshalber nochmal dazu, am Liberty Square im Magic Kingdom gelegen. Es gibt hier Mittagessen und Abendessen, kein Frühstück. Ja. Nur. Kostet immer $42 für Erwachsene, $23 für Kinder. Es ist das gleiche Essen eben wie im Diamond Horseshoe, also um zu sagen, umgekehrt, vorhin schon erwähnt, Diamond Horseshoe inzwischen das gleiche wie in der Liberty Tree Tavern, unter anderem Namen, ein bisschen geänderter Name, ist aber genau dasselbe.
Und in der Liberty Tree Tavern wird im Prinzip das ganze Jahr über Thanksgiving gefeiert, was das Essen angeht. Ja. Es gibt als Vorspeise ein Declaration Salad, also the Declaration of Independence, ist, finde ich, ein sehr leckerer Salat mit sehr guten Dressing, mit Äpfeln und Cranberries, was ihn so ein bisschen von normalen Grünsalaten abhebt. Dann gibt es die Patriot Splatter mit Roasted Turkey, Pot Roast, Oven Roasted Pork with Mashed Potatoes, Seasonal Vegetables, Herbed Stuffing, Housemade Mac and Cheese und dann gibt es den Gans und eine Gravy noch. Und man sollte immer die Preiselbeeren dazu bestellen. Cranberries nicht. Ja, Cranberry-Soße dazu bestellen. Die ist nicht standardmäßig, bei gibt's aber. Und dann als Nachspeise den Ooey Gooey Toffee Cake, ein Vanilla Toffee Cake, Chocolate Sauce and Vanilla Ice Cream. Bewertung. Mhm. Was sagt denn Brittany? Brittany sagt, ich liebe das Restaurant. Es versetzt einen wirklich in die alten Zeiten zurück. Ich muss sagen, dass das Essen sehr an ein hausgemachtes Thanksgiving-Essen erinnert. Nicht an die Art, die man bei den üblichen Buffets in der Heimat stattfindet. Ich bin immer noch begeistert von dem Dressing auf dem Salat. Hast du das geschrieben? Es ist eine Art Vinaigrette, die perfekt mit der Süße des Salats harmoniert, aber auch eine herzhafte Seite hat. Von den Beilagen will ich gar nicht erst anfangen. Ich bin ein Kohlenhydratliebhaberin. Also waren meine Favoriten die Füllung und Mac and Cheese. Also die Füllung, Stuffing, ja. Hättest du ja, übersetzen ja, sollen. Ja. Die Brötchen waren auch wahnsinnig gut, mit einer Kräuterwürzung. Das Dessert schließlich war eine Art erstaunlicher Toffee-Eiskuchen. Toll. 5 Sterne. Kurz, Füllung ist natürlich, Stuffing ist das ja. Natürlich, ist ursprünglich eben das, mit dem der Turkey gefüllt wurde, was aber aufgrund ihrer Beliebtheit häufig inzwischen nochmal separat extra in größerer Menge zubereitet wird, als in den Truthahn reinpasst. Ja. Adrian sagt dazu, sehr ähnlich wie Thanksgiving. Wer das mag, wird die Liberty Tree Tavern mit ihrem Essen lieben. 4 Sterne. Ja, jetzt weiß ich, warum ich anfangen sollte. Okay. Dann die langen für mich. Ja, weil ich sonst so viel habe. Ja. Dan meint zur Liberty Tree, wir hatten auf ein tolles Essen für $45 pro Person gehofft, aber diesmal sollte es nicht sein. Der Truthahn war trocken, ebenso wie der Schweinebraten. Der Rinderbraten war zart, aber sehr salzig, sodass man ganz viel Soße benötigt hat, damit er essbar wurde. Die Beilagen waren der beste Teil am Essen, die Mac and Cheese waren wirklich gut. Der Service war großartig und unsere Bedienung war freundlich. 3 Sterne. Die Mac and Cheese, also das war echt, das waren so 0815 Mac and Cheese bis jetzt. Doch, das war so. Schmecken viel authentischer, wie Mac and Cheese eben bei der Landung der Mayflower geschmeckt hat. Ja, genau. Oder bei der Ankunft der Mayflower in der die Zeit. Die hatten auch so einen Pot Mac and Cheese, der als erstes an Land gegangen ist. Ja, genau. Genau, so super. Ist das. Ich mag die Mac and Cheese da. Ja. Gut. Also jedem wir das lieben eine. Aber Liberty Tree Tavern. Ist auch sehr schön gestaltet mit den einzelnen Räumen, die den einzelnen US- oder den nicht den nicht allen einzelnen, aber den älteren US-Präsidenten und Gründervätern gewidmet sind. Sehr guter Service, sehr authentisches Restaurant, das viele Stammgäste hat. Also wir haben da schon mal einen älteren Herrn erlebt, der allein am Tisch saß. Mhm. Und dann mitbekommen, weil sich direkt neben uns mit einem Castmember lange unterhalten hat, dass er jedes Jahr um die, früher gab es 2 Menüs. Es gab eine Zeit lang Thanksgiving, eigentlich fast das ganze Jahr, und dann gab es nochmal eine leichte Abwandlung in der Weihnachtszeit. Und es gab das, glaube ich, ab 16 Uhr erst und vorher à la carte. Inzwischen ist es eben. Es gibt nur noch. Das. Und dieser ältere Herr kam. 2-mal im Jahr eigentlich immer zu festen Anlässen, nämlich immer einmal, um das Thanksgiving-Menü zu essen und einmal dann, um das weihnachtlich angehauchte zu essen. Früher mit seiner Frau, die dann inzwischen verstorben war, aber er hat die Tradition beibehalten und kam weiterhin immer dahin. Und ja, das war echt ein schönes Ding. Da war, weiß nicht, ich würde zwischen 85 und 90 schätzen. Und ja, und dann hat aber der Castmember sich, weil der allein am Tisch saß, mit dem auch wirklich besonders viel Zeit genommen, dass er eben quasi immer noch ein bisschen Thanksgiving in Gesellschaft hatte. Also totaler Fan davon, muss ich wirklich, wirklich sagen. Sehr lecker, kein Fine Dining, beim besten Willen nicht, aber für das, was es ist, finde ich es sehr, sehr gut. Ja, kommen wir zu Platz 2. Nein, jetzt müsste so ein Stockgeräusch, aber das mache ich nicht mehr. Das habe ich einmal in einem Video eingebaut. Da sind zig Leute vom Sofa gefallen.
Also, stellt es euch einfach nur vor. Denn wir haben zwei Restaurants auf Platz 1 mit der gleichen Bewertung. Und da machen wir nochmal einen ordentlichen Sprung, glaube ich. Ne? Was hatte das? Oh Gott, eben gerade nochmal. Wir hatten eben 4,31. Ja. Ja, und jetzt kommen wir zu 4,45. Also. 4,45. Schon sehr hohe Bewertung. Und das erste davon ist im Caribbean Beach Resort Sebastian's Bistro. Darüber haben wir letztes Mal, glaube ich, bei den Tischbedienungsrestaurants schon geschwärmt. Es ist ein Family-Style-Essen, exotisch angehaucht, karibisch inspiriert auf jeden Fall. Kostet, falsches Fenster offen. $38 für Erwachsene, ja. $20 für Kinder. Ich bin gerade wieder geschockt über den Preis. Das ist ungefähr $10 günstiger als jedes andere Restaurant, das hier erwähnt wurde. Und das Essen ist absolut top. Also bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, das ihr aktuell in Disney World bei Tischbedienungsrestaurants und erst recht bei All-You-Can-Eat-Restaurants findet. Denn ihr könnt hier natürlich auch essen, bis der Hosenknopf abfliegt, wenn ihr möchtet. Aus Zeitgründen würde ich sagen, sagen wir gar nicht mehr so viel über die Speisekarte und über das Restauranterlebnis. Es ist großartig, wir lieben es. Es ist für uns eines der besten Restaurants in Walt Disney World und ein Schnäppchen. Ja. Für das Geld ein Schnäppchen. Mehr dazu in unserer Parkshow zu den Table Service Restaurants. Genau. Ja. Dann auch die Bewertung da. Oder ja, jetzt noch? Ja, doch. Die sollten, okay. Das sind ja andere. Wir haben extra noch extra andere rausgesucht, um mehr Vielfalt zu haben. Steve sagt, Sebastian's hat sich schnell zu einem unserer Lieblingsrestaurants für die ganze Familie entwickelt. Hier werden Flanksteak, Pulled Pork, gegrilltes Hähnchen serviert. Das Steak wird mit einer Ancho Chili Rub gewürzt, die einfach grandios ist. Dazu gibt es Brötchen mit Zwiebelchutney und Mangobutter, die beide lecker sind. Zum Nachtisch gibt es einen Brotpudding, der sogar mir schmeckt. Und normalerweise esse ich keinen Bread Pudding. Aber hier ist er so gut. 5 Sterne. Corinne, das Essen ist Family Style. Es ist so lecker. Auch meine Kinder lieben Sebastian's. Das Pull-Apart-Brot ist erstaunlich gut. Genauso wie der Nachtisch. 5 Sterne. Josh sagt, der Service war fantastisch. Kann man auch nur beipflichten. Nur super Service. Ja. Mega Service gehabt. Der Kellner war aufmerksam und immer nett. Der Chefkoch kam heraus und stellte sicher, dass die Allergien unseres Sohnes berücksichtigt wurden. Das Essen war so gut, dass meine Tochter den Chefkoch bat, herauszukommen, um sich persönlich bei ihm zu bedanken. Fragt ihr euch, ob sich hier die Originalmusik des Synchronsprechers, der Sebastian gesprochen hat, spielen? Natürlich. Die Disney-Detailanalysten arbeiten hart daran, euch das beste Erlebnis ever zu bieten. 5 Sterne. Ja. Also wirklich großartig. Und ach so, wir sind schon mal wieder ewig dabei. Deshalb gut. Schaut die Table Service Show, dann erfahrt ihr mehr darüber. Kommen wir zum anderen Platz 1. Hatten wir gerade erwähnt, mit der gleichen Punktzahl 4,45. Dieses Mal in einem anderen Disney-Hotel und zwar in der Animal Kingdom Lodge. Die super abschneidet bei den Restaurantlisten oder Toplisten. Denn wenn ihr die anderen Shows geschaut habt, dann wisst ihr auch, dass sich auch Platz 1 der Tischbedienungsrestaurants da befindet. Und bei den Signature-Restaurants hat es nicht zu Platz 1 gereicht, aber 2 oder 3, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich guck gerade nochmal nach. Tischbedienung war 1, ja. 2 bei Signature. Und beim Fastfood ist es nicht für so weit vorne gereicht. Ja, das war's. Okay, ja. Aber bei Tischbedienung, Signature und jetzt eben bei den All-Can-Eat-Restaurants super platziert. 1-1-2. Ja. Und das ist Boma Flavors of Africa. Ein Buffet zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen. Mittagessen bin ich mir gar nicht sicher. Das habe ich jetzt einfach gesagt. Mittagessen ist, glaube ich, nicht. Nee, Frühstück oder Abendessen, entschuldigt bitte. Kostet zum Frühstück $37 für Erwachsene, $22 für Kinder und zum Abendessen $56 für Erwachsene, $33 für Kinder. Wenn ich mir die anderen Preise angucke, gar nicht so übel. Ja, zumal die Auswahl wirklich was Besonderes ist, es viele Sachen gibt, die ihr sonst nicht so kriegt, gerade beim Frühstück auch, das sonst oft standardisiert ist, mit Deviled Eggs und Smoked Salmon zum Beispiel, mit Turkey Boboti, mit Coconut Oatmeal. Also wirklich. Ja, viele, auch die Früchte, Papayas und so weiter, was ihr sonst in anderen nicht unbedingt findet. Und dazu trotzdem auch die Klassiker, also die fallen nicht weg, sondern es gibt quasi beides.
Es gibt weiterhin auch Mickey-Waffeln und so weiter. Das werdet ihr bei jedem Frühstücksbuffet finden, ja. Und auch beim Abendessen ist es auch sehr, sehr vielfältig. Kannst du ein bisschen, wenn ihr im Phantasialampe wart, mit dem Sabesi vergleichen. Echt hervorragend. Vielfältige Auswahl an afrikanischen oder zumindest von Afrika inspirierten Gerichten. Und also das Boma ist jetzt so auf Anhieb das Buffet, ja gut, Biergarten will ich jetzt nicht kleinreden, aber sonst Buffet, das uns auch wirklich am besten überzeugt Fall, ja. hat. Also gut, Carissa sieht es ähnlich. Mein Mann und ich haben auf unserer letzten Disney-Reise hier gefrühstückt und wir waren von diesem Buffet angenehm überrascht. Es gab so viele verschiedene Gerichte, aus denen man wählen konnte. Es gab die traditionellen, typischen Frühstücksgerichte und auch einige afrikanische inspirierte Speisen. Unser Kellner war großartig. 5 Sterne. Rue sagt, ich liebe das Boma und werde dort essen, wann immer ich kann. Es ist ein Buffet, aber es gibt so viele Möglichkeiten zur Auswahl. Das afrikanisch inspirierte Essen ist so schmackhaft. Ich probiere immer neue Gerichte aus und sie schmecken alle großartig. Muss man wirklich dazu sagen, die Auswahl ist so groß, dass ich versuche immer ganz kleine Portionen von allem zu nehmen, um möglichst alles zu probieren. Es war da nicht möglich, alles zu probieren. Nee, ging nicht geschafft. Einfach nicht. Man kann die Gewürze und den außergewöhnlichen Geschmack wirklich nur lieben. Die Nachspeisen sind so gut. Mein Favorit ist der Haselnuss-Brownie. Er ist so saftig und reichhaltig. Vielleicht habt ihr es gerade klingeln gehört, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es rausschneiden konnte. Paket für sie. Weiter mit den Bewertungen. Darren sagt, wir lieben das Boma. Wenn ihr in Disney World seid, solltet ihr unbedingt einen Tisch reservieren. Jedes Mal, wenn wir hierher kommen, frühstücken wir an einem Morgen und essen an einem anderen Tag zu Abend. Es ist ein wahrer Fressrausch, also bringt ordentlich Hunger mit. Was vielleicht nicht ganz so ideal ist, für Vegetarier ist das Angebot etwas eingeschränkt. Das sollte man wissen. Für Kinder gibt es übrigens Chicken Fingers und Mac and Cheese sowie Pommes. Mäkelige Kinder werden zufrieden sein. Andere Kids sowieso. 5 Sterne. Ja. Also top bewertet. Top, ich kann auch nicht widersprechen. Nee. Also. Einzig, was bei uns nicht so perfekt war der Service, der war ein bisschen lahm, wenn ich mich recht erinnere. Also kein schlechter Service, aber nicht keiner der Top-Service, die wir in Disney World bisher hatten. Aber absolut empfehlenswertes Restaurant. Definitiv. Ja. Man sollte halt, wie gesagt, ein bisschen aufgeschlossen sein, was Gewürze und so weiter angeht und da Verschiedenes probieren wollen. Sonst wird es etwas schwierig. Wie gesagt, es gibt Chicken Fingers, Mac and Cheese, aber dafür kann man auch in ein Fastfood-Restaurant gehen und muss nicht das Geld für ein Buffet ausgeben. Aber auch, ich finde den Preis auch echt fair für das Angebot, das wirklich sehr gut ist. Da würde ich auch nicht viel weniger als $56 erwarten. Also das ist, ja, kann man nicht meckern. Ist es absolut wert. Ja, das war das Ranking aller All-You-Can-Eat-Restaurants, wenn wir nichts vergessen haben, in Walt Disney World. Falls wir eins vergessen haben, erwähnt es doch bitte in den Kommentaren. Dann müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Eine extra Show? Keine Ahnung. Nein, vergessene Restaurants. Ja. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ansonsten, wie gesagt, abonniert unseren Kanal. Gebt Daumen nach oben. Ihr kennt kommentiert das ganze, und so weiter. Ganze Ding. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.